Ah, und jetzt bin ich halt auch Parkschütze. Und das unter dem, hauptsächlich unter dem Aspekt Parkschütz. Weil das ist das, was mich eigentlich am meisten ankotzt. Gut, Bunkertsbau auch, aber dieser Park ist, nicht, ist eigentlich wirklich eine begehbare Natur, wo ich da fotografiert habe. Ich habe jetzt bei diesem Stand, den wir gemacht haben, ganz, ganz viele Parkschutz gemacht mit Familien, die dort liegen, Vätern, die mit ihren Kindern Ball spielen. Und ich finde es einfach scheiße, wenn das abgerissen wird wegen eines Bahnhofs, der meines Erachtens absolute Größenwahnsinn oder Schwachsinn ist. Ich habe mir das mal bei Google angeschaut, Google Earth, habe mir London angeguckt, Paris, München, Frankfurt, alles Kopfbahnhöfe. Und ich glaube, dass Stuttgart nicht die Metropole ist, die da als Vorreiterin erschienen ist. Vor allem in dem üblichen Gelände ist es ohnehin aus geophysikalischen Gründen. Geologischen Gründen. Wahrscheinlich auch ein bisschen fragwürdig. Das ist alles mehr, aber ja, egal. Also bei dir ist der Schwerpunkt auf dem, ich will den Park erhalten sehen. Schwerpunkt Park, ich fotografiere gern und das ist jetzt ein Thema, das macht mir richtig Spaß. Wobei ich natürlich eine rechte Wut habe, dass das womöglich nicht klappen könnte. Eventuell. Wahrscheinlich kommen wir ja durch. Wenn ich dich noch mal fragen dürfte, Renate, wir haben es jetzt gehört, der Gerhard, für den ist der Park wichtig. Was spielt für dich die wesentliche Rolle? Oder? Darf ich da ganz kurz noch? Aber rein? Bitte. Ich bin Jahrgang 43 und in diesem Jahrgang hat man so eine gewisse Vita von Anfang mit Fahrrad, Moped, Kleinkraftrad, Auto. Und da war, ist das Zugfahren eigentlich nicht so. Also vom reinen Zugfahren her ist mir das wurscht. Mir geht es ja mehr um die Umwelt. Also der Bahnhof selber ist mir eigentlich scheißegal. Weil ich fahre nicht Zug. Meine Frau allerdings, die fährt täglich. Hat die sich schon geäußert? Hat die sich schon etwas reingekniet in das? Weiß die um die Dimensionen, die aus die Wirkungen? Natürlich weiß sie drum. Aber sie ist Lehrerin und keine Faule, wie doch Herr Schröder mal gesagt hat, sondern recht fleißig und hat schlichtweg eigentlich keine Zeit, jetzt so eine Aktion zu machen. Sie ist allerdings jetzt bei dieser Versammlung Parkschützer dabei gewesen. Ah ja. Aber nicht als Mitglied. Ja, nochmal zu dir, Renate. Wir haben gehört, der Gerhard, für den ist der Park ganz wichtig. Und was ist bei dir die Hauptmotivation oder treiben dich mehrere Dinge an? Also auf jeden Fall mehrere Dinge. Die Hauptmotivation würde ich tatsächlich sagen, die liegt an dem mangelnden Kosten-Nutzen-Verhältnis des Bahnhofs. Ich denke, das ist ein wahnsinns teures Projekt, das es hinterher nicht bringt. Und es gibt eine Alternative. Und zwar eine Alternative, die eben einen Bruchteil kostet, der Kopfbahnhof 21, der ebenfalls an die neue Baustrecke angeschlossen werden kann, falls die denn kommen sollte. Und der Tiefbahnhof ist sinnlos ohne die neue Baustrecke. Und die ist noch nicht durch. Also kann es eigentlich gar nicht sein, dass wir jetzt schon mit dem Tiefbahnhof anfangen, obwohl wir nicht wissen, ob der nachher sinnvoll ist. Der endet nachher in den Filtern und dann müssen wir wieder zurück nach Stuttgart. Das hat alles nichts gebracht, das geht nicht. Und er ist, ich meine, selbst wenn er nur 4 Milliarden in Anführungszeichen kosten würde, wäre es zu viel. Es wäre zu viel für diesen Bahnhof mit 8 Gleisen, der nachher ein Nadelöhr wird. Es wird auch, für mich ist die Atmosphäre des Bahnhofs schon eine Vorstellung unerträglich. Das wird sehr laut werden, wenn diese ICE mit 250 Kilometer pro Stunde den Filtertunnel abbremsen müssen auf null. Das wird widerhallen, das wird laut sein und es wird entsprechend riechen. Also ich meine, die Bremsbeläge, das riecht einfach wie eine Bremse. Das kriegen die nicht entlüftet. Also das wird nicht so schön, wie das dargestellt wird. Es wird auch nicht so hell sein. Es wird wahrscheinlich ziemlich dunkel sein oder man muss halt elektrifizieren. Und weil die Sonne einfach nur beim gewissen Tagesstand zu den Bullaugen reinkommt, das sieht toll aus, das Projekt. Das ist kein Zweifel, aber es wird anders kommen und es wird nicht alles sein. Man muss dann, S-Bahn gibt ja ein Beispiel, es wird einfach kein schöner Bahnhof sein. Und vor allem die Leistungsfähigkeit ist nicht gewährleistet, das ist bis heute kein Fahrplan vorgelegt. Es gibt ein Gutachten über Fahrplan aus dem Aaron-Partner, das nicht veröffentlicht wird und das spricht Bände. Wird sehr, sehr schwierig werden mit Sprache 21 und das sehe ich nicht ein. Ich sehe nicht ein, dass man einen Haufen Geld für etwas ausgibt, was es tatsächlich nicht bringt.
Wie sieht es denn bei euch aus mit dem 10.7.? Da soll ja dieses Protestival stattfinden mit 4 Sternmärschen aus allen Himmelsrichtungen. Das findet um 14 Uhr statt. Werdet ihr dort sein? Werdet ihr Leute mitbringen können? Wie schaut es aus bei euch? Ich bringe auf jeden Fall mal meinen Fotoapparat mit. Weil dieses Spektakel muss ich aufs Bild bannen. Du wirst also da sein. Ich werde auch mal versuchen, das von oben vom Bahnhofturm aufzunehmen. Das müsste eigentlich schon etwas Beeindruckendes sein. Mhm. Vielleicht können wir das in die Preiszählung bringen. Sowas. Mal sehen, was wir da reinkriegen. Genau. Die Ludwigsburger Kreiszeitung hat ja auch Interesse an uns. Du wirst also auch dabei sein? Ja, auch dabei. Ich habe mich eingetragen beim Parkschützerstand. Und dieser Marktplatz, die Marktplatzaktion war mein Beitrag dazu, ja, ganz viele Leute mitzubringen. Also ich hoffe, dass einige dann auch, die wir heute angesprochen haben, auch dorthin gehen. Könnt ihr jetzt schon Resümee ziehen für das, dass ihr das jetzt hier so spontan auf dem Marktplatz aufgebaut habt? Ihr habt um 9 Uhr ungefähr angefangen, habt einige Gespräche geführt. Könnt ihr irgendein Resümee ziehen oder uns noch berichten? Was waren denn die häufigsten Argumente, die ihr zu hören bekamt? Bei den Pro-Argumenten, also pro Bahnhof, da gibt es eigentlich kaum Argumente. Denn wenn man gefragt hat, bei den Leuten, die gesagt haben, ich will das schon haben, und man fragt, warum, und man muss wie ein kleines Kind mal fragen, warum. Und dann kam eigentlich keine schlüssige Antwort. Ja, man muss mit der Zeit gehen, und man kann doch nicht immer gegen alles sein, und man muss doch an Zukunft denken. Und wenn man dann sagt, ja gut, die Zukunft heißt halt, dass unsere Jugend noch mehr Schulden aufgeladen hat, dann wird der eine oder andere vielleicht problemisch. Bei denen, die den Bahnhof nicht haben wollen, da kann man dann natürlich das Gefühl, ich weiß nicht so, warum ich dagegen sein soll, kann man natürlich schön mit den Argumenten, die Renate hat, die macht das so ganz prima, kann man natürlich dann schon das vertiefen, dahingehend, dass die Leute sagen, okay, jetzt bin ich eigentlich wirklich dagegen. Und ich hoffe natürlich, dass wir bei diesen Leuten, die wir da angesprochen haben, dass da jetzt an diesem besagten 10. Juli, dass da auch ein paar Stimmen mit dabei sein werden. Bei den Argumenten. Was war das Hauptargument? Die Schnelligkeit. Wir brauchen die Schnelligkeit. Und das ist das Drama, das viele Leute nicht wissen, dass die Schnelligkeit durch die neue Baustrecke kommt und nicht durch den neuen Tiefbahnhof, dass die Schnelligkeit des Kopfbahnhofes, wenn er modernisiert ist, genauso da ist. Und das ist das Traurige, dass man oft gar nicht dazu kommt, das zu sagen, weil sie schon gleich sagen, hinter und dann auch nicht mehr zuhören. Also ein paar habe ich schon gekriegt, die dann wenigstens das Infomaterial mitgenommen haben und gesagt haben, guck mal hier, das ist ein Unterschied, das liegt nicht am Bahnhof und wir können es auch anders hinkriegen. Und das hat auch der Matthias und die anderen gesagt, dass sie das die Argumentation zieht. Also da müssen wir ganz arg drauf gucken, dass wir diese Schnelligkeit klar machen, dass wir die mit der Alternative auch haben. Weil sonst kriegen wir sie nicht. Sonst denken sie, wir sind Hinterwäldler und wollen nur das Alte und das Bestehende und konservativ oder so irgendwas. Also ganz wichtig. Habe ich auch auf meinem Themenblatt vergessen. Das kommt. Könnt ihr abschließen? Das ist das beste Argument für diejenigen, die mit der Schnelligkeit absolut muss man punkten wollen. Weil das ist das, was sie sagen, hier Magistrale, so wird ja von der Gegenseite auch argumentiert immer in einen Topf geschmissen. Was könnt ihr abschließen den Leuten draußen, die das jetzt vielleicht sehen werden in den nächsten Tagen, empfehlen, die irgendwie Unruhe verspüren und sich denken, irgendwie muss was geschehen, was könnt ihr denen empfehlen? Es euch gleich zu tun, mit der lokalen Zeitung Kontakt aufzunehmen, auch versuchen, so einen Stand aufzumachen, auch zu einem Stammtisch aufzurufen, so in dieser Richtung? Also ich finde, dass jeder für sich gucken muss, was ihm liegt und dass er das durchziehen soll und damit rauskommen soll, wo wir kann. Der eine macht Kultur im Park, der andere macht sowas wie mir, Stammtisch oder Aktion draußen. Und der dritte schreibt vielleicht einen Abgeordneten oder besucht seine Abgeordnete, weil das auch ganz wichtig ist. Die Abgeordneten haben etwas entschieden, was jetzt ganz anders geplant ist und auch viel, viel teurer wird. Und die beschäftigen sich ja nicht dauernd mit dem Problem. Die haben das einmal abgesegnet und das war's. Aber wenn die informiert sind, es gibt auch definitiv auch bei der CDU, auch bei der SPD-Abgeordnete, die gar nicht so dafür sind. Wenn wir die Parlamentarier dazu kriegen,
zu sagen, hey Leute, guck mal nach einem Einhammer eigentlich gehören, wenn es von oben kommt. Also auch das ist ein Weg. Es gibt ganz, ganz viele Wege. Leute, versucht euren zu finden, versucht deinen Weg zu finden, in den zu gehen. In den. Also empfiehlst du auch die Bürgersprechstunden von den Abgeordneten des eigenen Wahlkreises, die wirklich aufzusuchen. Und gar nicht so sehr auf E-Mail, kann man natürlich auch machen, aber suchen ist noch mal besser. Ja, besuchen, persönlichen Kontakt. Aber E-Mail ist besser als nichts. Ganz klar. Auch Abgeordnetenwatch, was auch immer. Gibt viele Möglichkeiten. Ja gut, als Resümee, auch meine Meinung ist, so den Leuten, die ja die Entscheidung schon getroffen haben, dass das gebaut wird, klar werden, dass die überwiegende Anzahl der Menschen das nicht haben wollen. Egal, ob das jetzt Hinterwälder ist oder nicht, selbst wenn es ist, das wäre, die wollen es nicht. Die wollen es so lassen, wie es ist. Allerdings, so wie die Renate sagte, mit Verbesserung des derzeitigen. Also die müssen wissen, Millionen Menschen sind da wirklich dagegen, wollen diesen Wahlkampf nicht haben, so wie es geplant ist. Was sagt ihr den Menschen, denen ihr begegnet, die das sagen, was ich jetzt schon öfters gehört habe, das ist durch, wir können nichts mehr machen, die Verträge sind fest, es ist völlig nutzlos, was ihr tut. Habt ihr da was, was ihr da entgegnen könnt? Also ich sage, ich würde nicht hier stehen, wenn ich das denken würde. Es ist noch umkehrbar, es gibt eine Alternative und wir können es nur über die Masse machen. Ja. Unsere Macht ist die Masse und deswegen sprechen wir sie heute an, dass sie uns helfen. Sie können uns helfen, wenn sie auch dagegen sind, dann tragen sie sich bei Parkschütze ein, kommen sie zur Demo, Montagsdemo, zum Stammtisch, was auch immer. Und vor allem die Politiker wollen ja eigentlich nur eines außer ihren Diäten. Sie wollen unsere Stimme. Und wenn die natürlich irgendwann mal wissen, halt mal, wenn das jetzt gebaut wird, dann wählen die mich nicht mehr. Dann haben sie zwar ein Projekt durchgepeitscht, das ihnen dann einerseits keinen Ruhm mehr einbringt und andererseits auch keine Stimme mehr. Dann wird es dann kritisch, dann könnte man sich vielleicht doch nur zu gut denken. Okay. Vielen Dank, Renate Quiring und Gerhard Link. Bis zum nächsten Mal. Danke. Hoffentlich. Auch. Ja. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand! Wehrt euch, leistet Widerstand! Wehrt euch!